So, da seid ihr wieder. Ich habe alles aufgebaut und dabei festgestellt, kommt raus. Ich komme vorne und hinten nicht hin mit dem Strom, mit dem Wasser. Das passt alles nicht so. Also brauche ich einen großen Generator. Das heißt, ich muss erstmal so weiter buddeln. So, der Winter ist da. Und ja, ich habe gerade die Anzeige gekriegt. Fahr ins Hotel. Machen wir dann jetzt auch. Nachdem er geladen hat. Gold haben wir verkauft. Und dann fahren wir ins Hotel. Weil ich habe versucht, noch ein bisschen zu baggern. Der Boden ist so zugefroren, das ist Beton. Also lässt sich nichts machen. Ich kann nur Pause machen. Aber dabei kann ich noch mal beim Händler eben vorbei. Ich wollte nämlich wissen, was ich noch an Geld brauche. Halt mal eben. Nehme ich hier für den großen. Generator 93.000, na komm mal nicht mal, 84.000, der kostet 20.000, okay. Wobei ich sagen muss, mit dem Bagger, Moment, was kostet denn der, wenn wir mal gucken, der Radlader, Muldenkipper 119. Okay. Also muss ich mindestens noch mal das mindestens noch mal dasselbe Geld anlegen, was ich jetzt schon hatte. Wenn ich einen Generator habe, kann ich mir ein Dings kaufen. Ja, muss mal gucken. Mal gucken, wie wir weiterkommen. Auf jeden Fall, die Saison ist erstmal zu Ende. Wir fahren zum Hotel, werden dort überwintern und dann sehen wir einfach weiter. Neues Jahr, neues Glück. Oh, mein Dieselladerei, das ist schlimm. Tut mir leid, aber ich finde das furchtbar. Hätte man noch besser hingekriegt. Na? Rum um die Ecke. Na? Brr. Da ist das Hotel. Ja, ich lasse das Auto einfach hier so stehen. Okay, gucken wir noch mal auf den See. War klar, dass sie hier wieder nicht durchkommen, muss sie hier wieder rumrennen. Nee. Ist mir zu kalt zum Gucken. Oh, hier kannst du auch nicht gucken. Auch alles dicht, ja. Soll man denn jetzt hier einen weißen Zettel im weißen Schnee suchen? Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im Frühjahr wieder. So, 10 Tage bis Sommer.
sind wir genau da, wo wir angefangen haben. Vor, ich weiß nicht wie viele Folgen. Bitte, danke. Och, zweimal laden. Ich würde sagen, wir fahren erstmal tanken, ne? Ich muss eh die kleine Pumpe voll machen. Ich muss den Bagger tanken. Wenn ich Pech habe. Auto, da ist noch ein Loch drin. Zumindest haben wir dann genug Strom. Der Boden jetzt aufgetaut ist, weiß ich natürlich nicht. Ich kann es nur hoffen. Kriegen wir eigentlich einen Kredit jetzt? Da ich ja so viel Geld besitze. Und hopp. Kredite. Oh, guck mal. 18.000 am Tag. Oh, oh, der Geldpreis ist aber richtig unten. Ich habe meine Goldbarren verkauft, deshalb ist er runtergegangen. Ein dynamischer Markt. Na, wunderbar. Gut, dann fahren wir jetzt zur Parzelle. Motor läuft noch. Einfach fahren, die Jungen. Und da muss ich gucken, was ich mache da in die Parzelle. Ob ich auch noch alles ganze Auto und ganze Bagger und ganze Kram. Naja. Werden wir sehen, ne? Oder Vogel. Was ist denn los? Wieso ruckelt das denn jetzt so? Halt! So bringt das nichts. Ich muss mal eben eine Pause machen. Einen Moment. Ich starte mal eben neu. Oh, geht doch. Ach, Bremse losmachen, ich weiß. Wahrscheinlich beim Nachladen hat er sich aufgehangen. OBS, aber gucken wir mal. Ich fahre auch nur bis zur Parzelle und gucken wir einmal, was noch ganz ist und was kaputt ist. Und dann würde ich sagen, fange ich direkt an mit dem Bagger. Ich brauche Geld. Einmal einladen. Was er glatt. Ja. Den ganzen Tag nur mit dem Sprettanhänger durch die Gegend. Ja, willkommen zurück.
alles voller Schnee hier. Ob ich überhaupt schon baggern kann? Ja, wieder mal derselbe Kabel. Aber anscheinend ist hier nicht viel passiert. So wie es aussieht. Achso. Brauchen wir jetzt auch nicht. Einziges, was wir brauchen, sind die Eimer erstmal. So. Dann lade ich die schon mal ein. Ja. Und dann gucken wir mal, was man Bagger macht. Rennerei hier. Wo ist der Weg? Da ist der Weg. Und zack. So, einer noch. Zack. So. Also, selbst die Kanister sind auch da, ne? Komm. Eingefroren? Nö. Perfekt. Hm. Alles gut überwintert. Licht haben wir. Da haben wir auch Licht. Hoffe ich. So, Bremse los, Motor an. Halt mal. Da liegt noch ein Eimer. Da ist einer rausgeplumpst. Frechheit. Komm, jetzt aber. Warum war mir das so klar, wenn ich da durchfahre, dass das nicht funktioniert? Hm. Einschalte, funktioniert. Läuft. Kurz mal ein bisschen durchlaufen lassen. Ja, ein paar Eimer hinstellen. Stell mal hier hin, komm. Ich muss mal den ganzen Kram, den ich nicht brauche, mal im Schuppen legen. Ja. Okay, Baggerlein. Warte, springst du an? Er springt. Wie gesagt, der Benzin, oh, fast voll. Ist noch gefroren. Na, toll.
Also geht noch nichts. Gut, Pause. Okay, Freunde, dann gute Nacht. So, der Boden ist aufgetaut und ich hoffe, ich kann heute anfangen und deshalb werde ich jetzt erstmal Geld verdienen. Jede Menge Geld. Weil ich mir hier so ein Aggregat kaufen kann, so ein großes Stromdingen. Weil ohne werde ich nicht hinkommen. Naja, schauen wir mal. Also, bis dahin. Gucken wir mal, wenn ich die nächsten Teile gucken kann. Alles klar. Tschüss zusammen.